sind fertig. Gut. Wie viele sind es? Alles in allem sind es 22 Wollsäcke. Ellie, bist du sicher? Ja. Sag mir noch mal, Aldis, wie viel hast du pro Sack bezahlt? Wie ich sagte, für eine gemischte Qualität wie hier im Schnitt 1 Pfund. 1 Pfund pro Sack? Ja, Wolle verkaufen ist ein gutes Geschäft. Wenn man das Geld hier vergleicht, dann heißt das... Ich hab recht. Uns fehlt ein Sack. Die Kinder haben sich verzählt. Wie es scheint, verzählen sich alle außer dir. Aber es waren nur 22 zu sehen. Hier ist deine Belohnung, Mädchen. Du hast meine Zählung bestätigt. Darum gebe ich dir mehr, als du wolltest. Also haben wir es doch nicht verzählt. Ein Penny und 2 halbe. Also insgesamt 2. Ah, okay. Wenn ihr schlau seid, findet ihr raus, was Odo noch mehr will als Geld. Dann gibt er sich vielleicht mit weniger zufrieden. Was könnte das sein? Sagen wir einfach, er möchte sich ab und zu auch als guter Mensch fühlen. Dann kommt er sich nicht so wie das Ungeheuer vor, zu dem seine Arbeit ihn gemacht hat. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Und viel Glück in Flandern. Wird schon schief gehen. Du hast ihnen wirklich Geld gegeben? Ich kann mit meinem Geld tun, was immer ich möchte. Im Gegensatz zu dir. Also nimm dir kein Beispiel dran. Verstehe. Mir geht's gut, Ellie. Na, dann wollen wir mal zurück, oder was? Hände weg von dem Ka... Aha. Da Kleidung am häufigsten aus Wolle gefertigt wird, ist der Wollhandel ein gewinnversprechendes Geschäft. Schafe sind ein beliebtes Farmtier, da sie anspruchslos sind, aber Wolle, Milch, Fleisch und Haut für Pergament geben. Viele Schäfer leben außerhalb von Städten, da wird ihre Tiere grasen. Es kostet Zeit, Geld und Energie, zum möglichen Kunden zu reisen. Bald haben Händler viel Meg und ihr Mann sich dies zu Nutze gemacht und haben die Wolle vor Ort gekauft, um sie selbst zu Stadtmärkten zu bringen. Der Gewinn hängt davon ab, wie gut sie verhandeln. Max' Ehemann wurde aufgrund einer Anklage des Betrugs ins Gefängnis geworfen, worauf sie das Geschäft übernommen hat, um ihren Ruf wiederherzustellen. Aha. So, wir wollen... Wir können noch nicht gehen. Wir wollen zum Knast. Da sollte ich nicht hingehen. Ich sah mal einen Mann um einen Penny betteln. Sie haben ihn fast zu Tode geprügelt. Aha. Wo geht's zum... Wo geht's denn nur zum Gefängnis? Da müssen wir letztendlich hin. Okay. Synagoge. Okay. Nicht gut im Mittelalter. In der Mittelalterstadt. Aha. Ich möchte Sie lieber nicht in Ihrem Gebetshaus stören. Das jüdische Viertel. Hier kommen wir nicht rein. Die Kirche. Drin betet ein Mann. Ich sollte ihn nicht stören. Verkaufsstände, Kirche, Manufakturen,
Fischhändler. Wir können nicht zurück. Jetzt nicht. Okay, dann hier hin. Ja, genau hier hin wollten wir. Zum Gefängnis. Hm? Na dann, let's go. Hier. Alles klar, mit dem einen kommst du rein. Dachte man es mir. Wenn dein Bruder auch mit will, macht das zwei Pennies. Seid ihr das wahr? Muss doch gedacht. Das entspricht nicht der Vereinbarung. Ich sagte einen Penny für dich. Über deinen Bruder haben wir nicht gesprochen. Mac sagte, dass du versuchen würdest, uns zu betrügen. Ich betrüge nicht. Ich dachte, du wärst ein anständiger Mensch. Nun ja, das bin ich. Aber ich mache auch schon mal einen Witz. Wollte euch nur foppen. Ihr kommt natürlich umsonst rein. Na, sehr gut. Viel Spaß bei eurem Vater. Oh weia. Das sieht gar nicht gut aus. Wer ist da? Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Was haben sie dir angetan? Du bist es wirklich. Und dieser große junge Mann ist mein Richard? Ja, Vater. Wie groß du geworden bist. Hast du schon einen Bart? Schon ein bisschen. Er sprießt noch ziemlich spärlich. Geht es euch beiden gut? Wie seid ihr zurechtgekommen? Wo lebt ihr jetzt? Sie haben mir nicht das Geringste über euch berichtet. Das war die schlimmste Tortur. Uns geht es gut, Vater. Wir sollten ihm jetzt nicht die Wahrheit sagen. Wir sind auf der Burg geblieben. Matthew hat sich um uns gekümmert. Aber ihr könnt dort nicht bleiben. Inzwischen hat der König sicher diesen fetten Tölpel Percy Hamley zum Grafen ernannt. Aber wo ist Matthew? Warum ist er nicht bei euch? Er konnte mit uns fliehen. Gott sei Dank. Wir müssen ihm ja nicht die Wahrheit sagen. Was für ihn. Nach allem, was er für jetzt stirbt und müssen wir ihm nicht noch zusätzlich qualen. Wir müssen König Stefan bitten, dich fallen zu lassen. Nein. Ich habe König Heinrich einen Eid geschworen. Prinzessin Mathilde und ihre Söhne werden regieren. Ich habe Stefan keine Treue geschworen. Und ihr werdet es auch nicht tun. Selbst wenn die anderen Barone es taten. Hört ihr mich? Ja, Vater. Stefan ist nicht unser König. Nicht meiner und nicht eurer. Bitte, Vater, bitte beruhige dich. Oh, weia. Was sollen wir jetzt tun?
Wie können Sie ihn hier schlafen lassen? Ob der König das weiß? Wenn er es weiß, dann ist er nicht besser als William Hamley. Hört auf! Alle beide! Ihm geht's schlecht. Vater! Ellie, schnell, hol ihm was zu trinken! Aber woher denn? Einmal Matschwasser oder was? Hier ist Wasser. Gib Vater was davon. Aber wie? Wir haben kein Behältnis. Ich brauche etwas, um das Wasser aufzufüllen. Ja, ein Tug. Der Tug hat einen Sprung. Das spielt doch hier keine Rolle. Beeil dich, Ellie! Das Wasser riecht müffig. Ist doch egal, jetzt. Ab dafür. Danke. Kinder, als die Hamleys mich herbrachten, habe ich 50 Blutzeichen in einem Geldgürtel unter meinem Hemd versteckt. Ich gab sie einem Priester. 50? Welchen Priester? Ich kenne seinen Namen nicht. Ich gab ihm den Geldgürtel und flehte ihn an, ihn sicher für euch zu verwahren. Es war nahe beim Westtor. Okay. Erst müssen wir dich frei bekommen. Vater, dieser Ort wird nicht gut bewacht, wenn der König fort ist. Mit ein paar Mann könnte ich dich hier rausholen. Nein! Nein! Daran ist überhaupt nicht zu denken. Eure Tante Edith lebt im Dorf Hartley, an der Straße nach Gloucester. Dort geht hin. Richard, du wirst Schildknappe deines Onkels. Sir Simon werden. Du wirst die Fertigkeiten des Rittertums erlernen. Aliena, du wirst bis zu deiner Verheiratung Tante Ediths Kammerzofe sein. Was ist mit dir? Ich werde in dieser Zelle sterben. Ich weiß, aber... Das lassen wir nicht zu! Das müsst ihr. Bevor ihr geht, werdet ihr mir beide einen Eid schwören. Wir können dich nicht einfach hier lassen. Ihr könnt und ihr werdet. Richard, zieh dein Schwert heraus. Lege deine Hand auf das Heft, mein Sohn. Schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du nicht eher ruhen wirst, als bis du Graf von Shiring und Herr über alle Ländereien bist, über die ich eins gebot. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich nicht eher ruhen werde, als bis ich Graf von Shiring und Herr über alle Ländereien bin, über die du einst gebotest. Das kann ja weiter werden. Das gibt einen schlimmen Krieg. Bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du für deinen Bruder Richard Sorge tragen wirst, bis er sein Gelübde erfüllt hat.
Oh Mann. Aber ich... Ellie, das ist kein Spiel. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde, bis er seinen Schwur erfüllt hat. Gut. Nun an braucht ihr nie wieder hierher zu kommen. Sag das nicht. Zurückzugewinnen, was uns zusteht. Heute werde ich meine Sünden bekennen. Bitte für meine Seele. Die Musik ist ein bisschen laut. Geht jetzt. Yes. Okay. Wir wissen ja, was geschehen ist. Wache! Öffne die Tür! Er hat seine Sünden gestanden, hat seine Schuld bekannt und ist im Knast gestorben. Das haben wir ja schon im ersten Buch erfahren. Das ist kein Spoiler. Das ist im ersten Buch schon erwähnt worden. Wir waren da schon mal mit dem Philipp, mit dem Prior Philipp, waren wir schon hier drin. Das wird später noch passieren. Percy Hamley, Bischof Walleran, guten Morgen. Ja. Ellie! Sie sind es, da drüben, die Hamleys! Genau, ich das war die Szene. Da triefen die beiden. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steh da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Und jetzt stoßen wir auf Philipp. Da ist er. Oh, Kinder, entschuldigt. Jetzt so geht die Geschichte weiter. Einer. Hier ist er. Fahndungsplakat. Belohnung für die Ergreifung von Aljena und Richard von Chaiwink, Kinder des Verräters gegen die Krone Bartholomäus von Chaiwink. Vergehen, Pferdediebstahl und möglicher Verrat. Mädchen, schlank, lockig, braunes Haar. Junge, schmächtig, kurzes, braunes Haar. Ihm fehlt ein halbes Ohr. Belohnung 5 Kronen pro Kopf, Auslieferung an den Vogt von Chaiwink. Aha. Ellie! Diese schrecklichen Leute wollen zusammen zum König gehen. Dann sollten wir mal schnell weg. Wir wussten das vorher, nicht wahr? Ja. Und schon nach uns gefahndet wird. Vater hatte recht. Die stecken alle unter einer Decke. Die Hamleys, der König, sogar die Kirche. Glaubst du, dass Vaters Priester auch dazu gehört? Wir müssen ihn erst finden. Dann werden wir es wissen. Am Westtor gab es hier was war... Südwesttor, das Westtor, da gab's. Haben wir uns doch was gesagt? Hier Westtor. Die Mönche. Entschuldigt. Oh, noch mehr Pilger? Wie wunderbar, Bruder Bernardus. Heißt das, wir können jetzt zur St. Swithin-Kathedrale gehen? So Gott will. St. Swithin wird meinen Fuß heilen. Oh! Und meine Augen, Bruder Bernardus. So Gott will. Aber wir sind keine Pilger. Wir suchen einen Priester, den unser Vater hier am Westtor getroffen hat. Es war vor etwa 3 Wochen. Tut mir leid, Kinder. Wir sind gerade erst angekommen. Wir sind hier, um am Schrein von St. Swithin zu beten. Gewiss wird St. Swithin auch dein Ohr heilen, mein Junge. So Gott will. Oh, bestimmt. Ich bin so froh, wenn mein Fuß geheilt wird. Kannst du schon die anderen Pilger sehen, Bruder Bernardus? Noch nicht, Bruder Peter. Das wird die Heiligenstatue an der Kapelle tun. Da bin ich mir mal sicher. Seht euch diesen jungen, hübschen Mann an. Guten Tag, meine Damen. So höflich. Und seht mal, er hat sogar einen Schmiss am Ohr.
Gefällt dir, was du siehst, Kleiner? Na, du kannst uns alle beide haben, wenn du zahlen kannst. Oh, Schande. Habt ihr einen Priester gesehen? Unser Vater ist ihm hier am Westtor begegnet. Er schuldet uns Geld. Oh, von dem redest du? Daher hat er das ganze Geld. Was? Er hat Mary sogar das Kleid bezahlt. Erst wollte er ja nicht. Aber nachdem sie ihm den Kahlkopf gestreichelt hat. Wo ist der Priester? Wie heißt er? Weiß nicht, wie er heißt. Ihr findet ihn in so einer Kneipe. The Boar, am Nordtor. Stinkt wie Bisse da. Aha. Soll ich dir mal zeigen, Hübsche? Wie man mit einem Mann vögelt? Oder einer Frau? Auf gar keinen. Mit einem so süßen Mund könntest du ein Vermögen verdienen. Aber in einem Jahr siehst du aus wie ich. Ein Priester hat eine Menge Geld in einem Gasthaus namens De Boer ausgegeben. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Okay. Bei Marx nochmal mit den Kollegen sprechen. Glaubst du, er lässt uns zusehen? Er kann mit ihnen machen, was er will, solange die Kohle stimmt. Ihr spielt Verstecken mit zwei Kindern. Ihr solltet uns dafür bezahlen. Wir sollten mal schnell verschwinden. Aber Ellie! Hier werden wir gesucht. Weitere Ritter. Wir können. Und Williams Männer. Noch mehr Ritter. Ja. Zum Nordstor wollten wir gehen. Oder? Zum Nordstor. Hier ist das Südosttor. Wo das Nordstor irgendwo hier sein? Ah, hier, das war das. Das war das Boar. Der Boar. Gegenüber da. Wen haben wir denn da? Ach du Schreck. Sie sind hier. Oh nein. Verdammt, sie sind entwischt. William wird stinksauer sein, wenn er das. Das sind der gute Verfolger. Hier sind wir richtig. Aber es ist geschlossen. Entschuldige bitte. Wir suchen einen Priester, der uns Geld gestohlen hat. Es heißt, dass er häufig hierher kommt. Ein Priester? Tut mir leid, Kinder. Priester, ich kann steht. Mich an keinen erinnern. Auf den die Beschreibung passt. Aber dieser kleine Stallbursche könnte es wissen. Er kennt jeden, der hier kommt und geht. Wo können wir ihn finden? Wenn er nicht in The Boar ist, macht er Gelegenheitsarbeiten in der Stadt. Immer auf Zack, der kleine Kerl. Trägt eine grüne Mütze. Schnucklig, sage ich euch. Aha. Okay, wo finden wir den jetzt? Auf dem Markt oder was? Und jetzt müssen wir den finden, ohne entdeckt zu werden. Taverne. Ah, hier ist er, der Stallbursche. Da sind sie! Lass uns normal kommen! Den kommen wir zu gefährlich nah. Jetzt hier, weg! Wo seid ihr? Wir sind ja fast blind. Ja. Das kommt davon, wenn man mit Blödmännern arbeitet. Wie soll ich dieses Fass heben, wenn es zweimal so schwer ist wie ich? Lass mich helfen. Sehr eindrucksvoll. Vielen Dank dafür. Ich sag's Ihnen ja immer. Wenn ihr wollt, dass ich euch das Lager auffülle, dann macht die Fässer nicht so randvoll. Also, was wolltet ihr wissen? Kennst du einen Mönch, der häufig im Boar zu finden ist? The Boar? Ich hab da schon mal gearbeitet. The Boar, The Lazy Mare und zwei private Küchen. Ihr redet über Vater Ralf. Ich dachte, die Frauen hätten ihn bis aufs Blut ausgesaugt. Aber irgendwie ist er immer wieder mit mir zurückgekehrt. Aber er gibt es nur für Bier und Frauen aus. Ein sündiger Priester. Für mich. Wo können wir ihn finden? Vergnügt sich bei den Frauen im Lusthaus. Eine von den Kirchen hier. Wo ist sie? Nahe beim Osttor. Aber sucht ihn nicht am Altar. Er hängt meist in der Gasse dahinter rum. Danke. Aha. Du hast uns sehr geholfen. So eine. Kann geschehen. Man sieht sich. Wenn das nicht mal er ist.
Okay. Ah, da würde ich mal nicht hin. Da war noch Ritter. Na egal, versuchen wir's. Oh, ein Riesenspaß. Aber. Nee. Hey, da sind sie ja! Nein, 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 weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Nach Hause! Bleib von uns weg! Ellie! Nein! Das war ein Fehler. Das war's wohl. Ah, shit. Nochmal von vorne. Ah ja, nicht von vorne. So, hier sollten wir nicht hin. So, wo finden wir den? Den Mönch. Ja gut, hinter der Kirche. Sollte doch hier sein. Da vorne, packt sie euch! Oh nein. Sie sind dir wieder entwischt. Die sind komplett blind. Hier gibt es niemanden, mit dem man reden könnte. Da sind weitere Ritter. Okay. Das ist ein Mensch. Vielleicht können wir mit ihm reden. Er sieht ganz freundlich aus. Vielleicht kann er uns helfen. Ja. Wisst ihr, wo wir Vater Ralph von St. Michael finden können? Vater Ralph? Ja, also folgt der High Street zum Osttor, aber biegt vorher links und dann rechts in die Fleshmonger Street ab. Geht über die kleine Brücke zur östlichen Stadtmauer. Dort langsam. Wird ihr St. Michael das Osttor. Und Vater Ralph, Gott sei mit euch. Ich hoffe... Osttor, Osttor. Da drüben! Aha, ist doch wieder in der Falle. Sie sind wie... Ellie, komm weit! Da, die Kirche hier. Genau da wollen wir hin. Hier. Das Osttor. Die Kirche. Und da ist er schon. In der Hintergasse. Seid ihr Vater Ralph? Und wenn's so wäre, was dann? Heißt das ja? Ich denke schon. Er ist der einzige Mönch hier in der Gegend.